herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und zwar geht es für mich heute in die Schweiz, nach Bern, mit einer Kollegin. Und da kriegt ihr ein paar richtig nice Eindrücke aus der Stadt. Verschiedene Spots werden abgeklappert und da wünsche ich euch viel Spaß. Ist ja im Rahmen einer Psychotherapeuten-Fortbildung. Ne? Und kleine Falafelbox als Autobahn-Snack. Skrrp. Wie gesagt, bin ich im Rahmen einer Fortbildung unten. Deswegen versuche ich trotzdem genug Zeit zu haben, um diese ganzen Spots hier, die ihr gerade eingeblendet seht, alle mal nach und nach abzuklappern. Piu. Vignette am Start. Jawohl. Gibt nur eine Vignette. Stabile 45 Euro. Ankunft an der Uni Bern. Wir haben es geschafft, sogar pünktlich. Ein Blick auf die Berner Uni. Und nochmal Hauptgebäude der Uni Bern. Leider mit Baustellengerüst. Und einer kleinen Bar daneben. Und dann werfen wir mal einen Blick Richtung City. Oh, sieht man leider noch nicht so viel. Aber kriegt ihr die Tage noch. Wie gesagt, ich bin auf einem Fortbildungswochenende für die Weiterbildung zum Psychotherapeuten. Und deswegen gibt es erstmal ein paar Uni-Eindrücke. Und die City-Eindrücke kriegt ihr aber noch nachgereicht. Ja, wird erstmal nichts mit City. Regenwetter-Alternative. Reichen Leute aus der Stadt gekommen. Und die Young Boys Bern. Überall. Auf dem Weg zur Uni. Kleine Schanze. Hier an der kleinen Schanze ein richtig schöner Park. Die Drahtseilbahn in Richtung Aare. Sieht man da unten. Sehr nice. Und das Bundeshaus, Parlamentsgebäude. Hier noch eine Skulptur dazu. Nice. Wieder unzählige nice Aussichtsspots. Studi-Vibes. Ja, wer kommt denn da angerannt? Uni aus. Noch kleines Feierabendprogramm. Und zwar sind wir beim Bärengraben. Und da lassen wir den anstrengenden Unitag ausklingen. Der Bärengraben. Da finden wir gleich Braunbären. Hier wieder das klassische Bärengrün. Zuckersüß angelegt. Sind sogar drei Bären, Finn, Björk und Ursina. Die Aare und das Bärengehege. Auf zu den Bären. Strömung kickt von der Aare. Vielleicht jump ich da morgen noch rein. Und dann wieder unten am Braunbärgehege entlang. Vielleicht erspähen wir noch einen. Da ist einer in fast freier Wildbahn. Wunderschön. Das sieht man ihn doch noch. Da hat er sich verschanzt. Sitzt auf jeden Fall richtig gechillt da. Jawohl, bewegt er sich ein bisschen. Doch noch mal Glück am Ende gehabt. Und jetzt geht es noch mal auf den Aussichtsspot. Und dann zum Essen, zum Uni-Essen-Abschluss. Richtig nice. Das sieht man auch in der Mitte. Schön die Hauptstraße mit den ganzen Flaggen. Und die Aare wieder. Beautiful. Zum Glück sind wir da nochmal vom Bärengraben aus hochgesteppt. Und Einstein, mein Brudi.
Albert Einstein hat eine mega wichtige Rolle hier in Bern gehabt. Hier hat er seine erste Professur in der Physik angenommen und hat auch lange hier gelebt. Cool. Nice. Und noch ein Blick in den Rosengarten. Gar nicht so groß, aber eben ganz weit oben. Schön, schön, schön. Rosengarten. Rose Garden. Die Heimat des SC Bern, Eishockeymannschaft. Ab in den Feierabend. Man hat ja schon gekleckert. Und natürlich gibt es noch eine kleine Roomtour. Hotel auf Fortbildungskosten. Hier kommt man rein. Dann gleich das WC. Bewegungsmelder. Genau. Gleich ein zweiter. Das Waschbecken natürlich. Außerhalb des Bades, ist ja logisch, genau, wie die Dusche. Hier die Dusche auf. Ja, ist doch ganz bequem. Und dann noch der Schlafbereich. Nochmal zwei Einzelbetten, Fernseher und dann schaut man zu guter Letzt noch auf die Pferdekoppel. Janine, der letzte Unitag unseres Lebens. Yay! Yay. Bye, bye, Hotel. Skrrr. Uni, Uni, Uni. Die letzten Stunden an der Uni Bern. Die letzten Stunden an der Berner Uni. Der letzte Psychotherapiekurs läuft und dann geht's in die City und dann gibt's da noch ein paar vertieftere City-Eindrücke. Am ersten Tag waren wir noch im Hauptgebäude und jetzt die kleineren Seminare der Psychotherapiekurse sind in einem anderen Uni-Gebäude in der Stadt. Workshops geschafft. Jetzt kann es endlich in die City gehen und einen nice City-Vlog geben. Und als erstes darf natürlich nicht fehlen, ein Sprung in die Aare. Piu. Jetzt auch noch ein Schlenker über den Bahnhof am Uni-Hauptgebäude vorbei. Yes! Und wieder am Adrian von Bubenberg vorbei. Und hier nochmal die Berner Heiliggeistkirche. Genauso berngrün wie die meisten Häuser in der Innenstadt. Straßensperren, sehr schön. Jetzt hat sich der Bus da oben entkoppelt. Von der Elektroleitung, damit er wahrscheinlich auch noch außen rumfahren kann. Und zwar geht es jetzt mit der Gurtenbahn hoch zum Hausberg von Bern. Und da entscheuen wir dann die Aussicht auch Richtung Alpen. Jetzt hat sich ja leider wieder etwas verschlechtert. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Gurten und dann Richtung Aare. Und rein in die Gurtenbahn. Yes. Nice. Die Bergbahn fahren wir gleich hoch. Woo. Yeah. Und hoch geht's mit der Bergbahn. Sehr nice. Hello. Hello. Bevor es zur schönen Aussicht geht und zum Sommerrodeln, wo wir uns dann wieder runter bewegen, gönnen wir uns noch die Highland Cows. Ach, wie nice. Den Ladies am Gurten. Beautiful. Auf zum Aussichtsturm. Und der Aussichtsturm vom Berner Hausberg. Geht's mal hoch. Hier auf der einen Seite siehst du Bern, die Hauptstadt der Schweiz. Und wenn wir rüberschwenken, dann sind wir bei den Alpen. Hier haben wir die Aare wieder, da das Bundeshaus. Und dahinter dem Bundeshaus ist die Altstadt von Bern. Und jetzt geht's wieder runter. Gurten, auf jeden Fall 10 von 10. Piu. Yay! Woo. Jetzt geht's auf die Sommerrodelbahn. Cash, Cash, Money, Money. Sommerrodeln. Yeah! Woo. Ist natürlich auch eher was für Kids, aber während ich hier wieder hier los nach oben gondle, genau. Also Fazit insgesamt, Gurten eine 10 von 10, auf jeden Fall ein Must-to-do, wenn du in Bern bist, da mal mit der Bergbahn hoch oder hoch zu wandern. Und ja, wer mag, Abstecher auf die Sommerrodelbahn. Und auf Richtung Aare. Wetterbedingt gar nicht so viel los. Die kristallklare Aare an dem Campingplatz. Hier, und da hinten treibt man dann in Richtung Altstadt. Jetzt machen wir gleich, was reale Berner Studenten tun, und zwar der Sprung in die Aare und dann lassen wir uns ein bisschen in die City treiben. Danke dir! Voll warm!
Und gleich der Sprung von der Brücke. Gleich geht's los. Yeah. So funktioniert das. Alter, es ist nice. Haare treiben. Absolutes Must-to-do in Bern. Aber mega anstrengend irgendwann. Die Sonne beglückt uns jetzt auch nochmal. Sehr schön. So, jetzt nähern wir uns wieder der Innenstadt. So, Tunnel erwischt. Und zu guter Letzt treibt man ans Ufer die Leiter hoch. Geschafft. Das war die Road durch die Aare. Es ist ja so, dass sogar in Bern manche die Aare als Weg zur Arbeit nutzen und sich dann treiben lassen und an ihre Arbeitsstelle quasi wieder aufsteigen. Auf jeden Fall was mega nice. Ein Must-to-do, egal bei Wind und Wetter. Wenn man in Bern ist, muss man das auf jeden Fall machen. Und jetzt gleich wieder Richtung City. Wie ihr gesehen habt, hatte ich ja den halben Weg auf der Aare einen Popel an der Nase. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und stört euch nicht so. Beautiful. Und mit der Drahtseilbahn, die wir gestern schon gesehen haben, geht es jetzt hoch. Und ausgestiegen von der Drahtseilbahn im Hintergrund das Bundeshaus. Jetzt alleine kann ich machen, was ich will. In die Altstadt und die wird jetzt noch zu guter Letzt verspätet für 2,5 Stunden circa. Und dann geht es auch wieder zurück mit dem Auto nach Würzburg. Piu. Hier nochmal das prunkvolle Bundeshaus von vorne. Oh, mit Live-Musik am Start, auch nicht schlecht. Und wirklich in fast jeder Straße in Bern dieses klassische Grün. Da alle meine Klamotten nass geworden sind, habe ich natürlich kein T-Shirt dran. Da. Nur die Jacke hat es überlebt. Aber gut. In der Altstadt wird natürlich auch nochmal eines der wichtigsten Gebäude hier gefilmt, und zwar die Südglocke. Da sehen wir uns gleich. So, hier bin ich auf einer Hauptstraße mit einem richtig schönen Brunnen und Flaggen. Allgemein richtig viele schöne alte Brunnen und so weiter in der Stadt. Richtig nice. Hier haben wir den sogenannten Käfigturm und hier zur Rechten wieder das Bundeshaus. Und weiter geht's. Was für ein schönes Stadtbild. Wie bereits erwähnt, ist Bern ja die Hauptstadt der Schweiz und ist mit nur knapp über 130.000 Einwohnern, das heißt ungefähr so groß wie Würzburg. Und die Altstadt von Bern gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und da vorne der Blick auf die Südglocke. Früher ein Wehrturm, jetzt eine astronomische Uhr mit einem Glockenspiel. Hier die Südglocke nochmal von vorne. Und da merkt man auch schon Touri-Ansturm. Das ist auch der schönste Winkel. Und das Glockenspiel. Mensch, jetzt erwische ich es ja sogar noch. Richtig schöne Hauptstraße bei der Zugglocke. Was bei der Altstadt auch auffällig ist, man kann auch bei Regenwetter eigentlich mal ganz gut trocken bleiben, weil man genauso einfach hier durch die Gänge laufen kann. Und hier drinnen natürlich auch alles in Berngrün. Hier in den Gassen sind ja immer die Geschäfte, aber auch unterirdisch. In der Regel hat es zum Beispiel auch offen. Hier zum Beispiel das Einstein-Café. Und dann kann man sich da unten reinchillen. Und welch Zufall, hier beim Einstein-Café natürlich auch das Einstein-Haus. Habe ich leider keine Zeit mehr für. Aber wie ja schon erwähnt, Einstein eine prägende Figur in Bern. Ja, hier hat Einstein mal gehaust. Das ist übrigens die Kramgasse, die ich gerade ablaufe. Hier zum Beispiel wieder ein unterirdisches Café, das offen hat, wo man rein kann. Und viele sitzen draußen. So eine wunderschöne Altstadt. Museen und Co. sind nur leider zeitlich wieder nicht drinnen. Aber für Museenliebhaber, die zum Beispiel die Lust haben, das Einsteinhaus zu besuchen, gibt es auf jeden Fall einiges. Da sind wir fast am Ende der Hauptstraße. Und hier der Gerechtigkeitsbrunnen. Wie soll es auch anders sein? Die Kramgasse wurde nämlich auch zur Gerechtigkeitsgasse. Und hier am Ende der Straße die Nüdeck-Brücke, wo es dann auch zum Berngraben wieder geht. Aber da war ich ja gestern schon, habt ihr gesehen? Und hier noch richtig schöne Altstadtfassaden. Und neben der Nüdeck-Brücke natürlich die
Lüneburg. Kirche, yes. Da hinten der Bärengraben, aber waren wir ja gestern schon, deswegen wieder zurück. Die Berner Altstadt lebt. Jetzt geht's durch die Junkerngasse Richtung Berner Münster. Und da vorne haben wir das Berner Münster, die höchste Kirche in ganz Bern. Die größte Kirche der ganzen Schweiz, wollte ich sagen. Was haben wir hier? Nice, kann man einfach mal einen Blick in den Erlacher Hof und Garten werfen. Sieht auch wieder richtig pompös hier aus. Hier werden wohl wichtige kommunale Angelegenheiten geklärt. Pompös, pompös. Und der schöne Erlacher Garten. Und da vorne gibt es bestimmt wieder einen Blick auf die Aare. Das sehen wir gleich. Wer hätte es gedacht? Die Zeit drängt auf zur höchsten Kirche der Schweiz. Und hier haben wir das Berner Münster. Und natürlich der Blick auf die Aare. Ein Lift, auch mit unseren Tickets drinnen. Der Münstergarten. Und hier unten sieht man, warum es nicht so clever ist, wenn man sich zu weit treiben lässt. Hier auch wieder richtig schöne Häuserfassaden. Und gleich am Eingang. Und jetzt spähen wir natürlich auch mal einen Blick rein. Wie man hinter uns sieht, kann man den Münster natürlich auch besteigen. Allerdings hat es leider schon zu und das habe ich gestern nicht geschafft. Deswegen gibt es auch keine Eindrücke von der schönen Aussicht. Aber mei, man kann nicht alles machen. Wieder an der Südglocke und jetzt laufe ich einfach noch ein paar schöne Altstadtgässchen ab. Hier nochmal die Rathausgasse, vorhin schon im Regen gesehen. Da sind wir natürlich unter den Dächern gelaufen, aber einfach ein richtig nicer Flair. Viele Kneipen, Bars. Hier ist auf jeden Fall jeder am Trinken und sich gönnen. Und am Ende der Rathausgasse natürlich das Berner Rathaus. Anscheinend kann man da heute auch mal einen Blick reinspähen. Hier was zum Trinken und der Rest sieht aus wie eine ganz normale Ausstellung. Interessante History auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, ob ich woanders noch reinspähen kann. Ah, der Großratssaal, den gönne ich mir doch noch. Ja, chillig, dass es heute alles noch so spät am Abend offen hat und auch nicht Eintritt kostet. Noch ein Blick von innen. Also das ist jetzt mal richtig interessant. Der große Ratssaal. Hier werden also wichtige Entscheidungen getroffen. Und neben dem Rathaus haben wir noch die christkatholische Kirchengemeinde Bern. Blick von innen. Riecht auch wieder nach gotischem Stil. So, wo war ich noch nicht? Ja, hier könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen. Oh, du wunderschöne Berner Altstadt. Ja, 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 ja. Ja, und hier sind wir am Casinoplatz. Und natürlich heißt der Casinoplatz deswegen Casinoplatz. Aha. Auch hier wieder alles im schönen Berner Grün. Love it. Und back to the roots. Nochmal am Bundesplatz. Ja, kann man sich doch nochmal was gönnen am Bundesplatz. Ja, nice. Und außenrum die richtig schönen Altstadtfassaden nochmal. Und hier nochmal vom Bundeshaus aus die Stadt. Hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit, wäre das das perfekte Wochenende gewesen, mal in die ganzen Gebäude reinzuschauen. 1. Juli, 2. Juli, offenes Begehen der ganzen Regierungsgebäude. Back to the Roots mit Blick auf Aare und Bundeshaus. Verabschiede ich mich von der Altstadt, gehe jetzt Richtung Auto und dann geht's zurück nach Würzburg. Und wir warten und wir warten und wir warten. Und meine Tram zum Hotel. Und mit etwas schlechter werdendem Wetter verabschiede ich mich von meinem Bern-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Studi-Leben mit Uni-Eindrücken sowie City-Highlights habt ihr alles gesehen. Bleibt weiter dabei und lasst
Abo und Like da. Bis bald. Team Würzburg verabschiedet sich gleich wieder nach Würzburg.